Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 28. November 2019 mit einer Skatlegung, also mit einem Video. Ich nehme das Video jetzt erst am Abend auf, aber dennoch hoffe ich und ja, denke ich einfach, dass du dich auch darüber riesig freuen wirst. Und ich bin heute leider dazu nicht gekommen. Also ich habe euch auch erwähnt, dass ich jetzt also ziemlich viel auch zu tun habe und auch noch einiges noch auch an Vorbereitungen habe, da ich am Wochenende das Regi-Seminar habe. Morgen wird auch noch was kommen, also auf jeden Fall. Und am Wochenende. Ihr könnt auch natürlich gerne auch ein älteres Video von mir anschauen oder einfach mal in euer Gefühl gehen. Einfach mal fühlen, was dir deine Intuition, was dir dein Gefühl so mitgibt generell. Also vielleicht auch ganz ohne Karten, dass ihr dann auch mal versucht, einfach zu fühlen, wie es dem Gegenüber geht oder natürlich, was es auch bei dir sich meldet. Also ich werde auf jeden Fall auch einen Dezember-Vorschau machen und am Montag halt ganz normal wieder mit den Videos beginnen. Und sollte ich dennoch irgendwie die Zeit finden, dann lasst euch einfach überraschen. Also ja, das lasse ich einfach offen, ja. Und bevor ich jetzt mit den Karten, der Mischung der Karten beginne, bitte ich dich, dass du natürlich erstmal deine Augen schließt und mir deine Gedanken rübersendest, während ich die Karten mische. Aber bevor wir das machen, dass du einfach in der Energie der Kristallschale dich einschwingst. Ich hoffe, du konntest gut entspannen. Und schau mal hier, ich habe dir auch jetzt meine Mondschale mitgebracht. Die ist heute ganz frisch angekommen. Ja, und ich würde dir die auch gerne anklingende Mond steht allgemein für die Gefühle. Und wir kommen erst zwar in dem neuen Jahr, in dem Mondjahr, aber wir hatten am Dienstag diesen Neumond gehabt, auch im Schützen. Und auch lass mal das auch, diese Energie auch auf dich wirken. Ich klinge diese Schale an. Sehr schön, ich bin auch sehr, sehr glücklich über diese Klangschale. Das ist immer für mich etwas ganz, ganz Besonderes, so ihre Schwingung auch zu spüren und zu hören. Das berührt mich auch immer wieder aufs Neue. So, meine Lieben, dann lege ich jetzt die Klangschale zur Seite. Die werde ich auch natürlich also im kommenden Jahr auch für euch immer wieder in Begleitung hier mit anspielen. Und also die Musik, die du also im Hintergrund hörst, lass es mal auch auf dich wirken. Das hat auch ein ganz besonderer Mensch hier auf meinen Wunsch komponiert. Also ganz mit einem großen Begabung, sehr viel Gefühl, also wie du das auch hörst, also unglaublich. Und wir mischen die Karten
Stand der Dinge jetzt in deine Seelenpartnerschaft, ja? Ich danke wirklich dafür, für diese tolle Musik. Natürlich habe ich mir das dann auch ausgewählt, dass ich kurz so ein bisschen auf meinen Wunsch sagen, wie die sein sollte. Und dieses Stück heißt Liebe. Und ich hoffe, das berührt dich genauso, wie es mich berührt. So, es geht hier um die Lebensfreude. In erster Linie geht es hier wirklich um die Lebensfreude, auch um freudige Überraschungen. Natürlich ist auch hier die Seelenpartnerkarte, also hier in dem Bild gefallen. Ich lege dir das so, dass du das auch so ein bisschen sehen kannst. So, ich mache es ein bisschen leise. Also es geht um die Seelenpartnerschaft auch, wenn ihr schon lange hier auf diesem Weg seid. Also gemeinsam geht es auch jetzt Stück weit, auch erwachsen zu werden, Stück weit auch die Verantwortung zu übernehmen und Stück weit auch zu den eigenen Themen auch gerade stehen oder Verantwortung einfach zu übernehmen, daran zu wachsen. Es geht auch um dieses spirituelle Wachstum, es geht auch hier ein Stück weit um Selbstwert, also in eigenes Selbstwert zu kommen und zwar dauerhaft mit Erfolg. Und es geht auch wirklich darum, dass man halt auch hier ehrlich mit sich selber ist, also dieser Bewusstwerdungsprozess auch ja, klar und deutlich erkennt. Und hier in das eigene Glück, also in dieses große Glück auch hineingeht und all diese Blockaden und all diese Ärger und was also wirklich noch nicht im Fluss ist, was auch hier noch kränkelt, dass man das auch loslässt. Also ihr schaut bestimmt, welche schöne Armbänder ich hier habe. Einmal habe ich hier den Rosenquarz und das ist hier Shungit. Also wenn du über Shungit was gehört hast, also Shungit erhebt ja auch die Schwingung. Also ich habe auch in meinem Brita-Filterwasser auch Shungit. Und Shungit ist generell sehr gut, also auch zum Trinken, ja. Und ja, das habe ich mir jetzt mal einfach gegönnt, ja, am Sonntag. Es geht hier generell um den Neuanfang, um nach Hause zu kommen. Neuanfang und nach Hause zu kommen, also wirklich anzukommen. Und hier kommt auch die Lebensfreude, ja. Also die Seelenpartnerschaft, also wenn wirklich die gelebt wird, das ist Lebensfreude, Liebe, Verständnis. Ja, also einfach Leichtigkeit und Freude, frei von Belastungen, frei von Prüfungen. Also wenn ihr alle eure Aufgaben gemacht habt, dann geht ihr in diese bedingungslose, gelebte Partnerschaft. So, wir schauen jetzt, wie es weitergeht und da zeigt sich dein Seelenpartner als erstes. Ist er hier in den Bild gesprungen. Natürlich trage ich auch hier diesen Seelenpartner-Ring. Also ich habe das jetzt nochmal nachgelesen. Also der Ring steht auch erstmal Symbol für die Liebe natürlich. Und auch Doppelringe, die haben auch eine ganz, ganz besondere Bedeutung. Ja, und auch hier, wenn du noch was bestellen möchtest, nun, also mache das ganz schnell, dass ich da morgen noch in der Post machen kann. Ja, hier ist das für das männliche Part. Also dieses Angebot findest du auch in meinem Shop. Und ja, sonst wieder am Montag. Also am Wochenende ist ja auch ja, frei. So, wir schauen jetzt mal, wie sich das jetzt hier der Stand der Dinge ist. Das wird jetzt nicht nur für heute sein, sondern ja,
schau einfach auch für morgen, übermorgen, so fürs ganze Wochenende. Also, wir haben 28., 29., 30. und 1. so die Schwingung. Weil ich werde leider dazu nicht kommen, noch so viele Videos zu machen. Da ich auch gleich noch ein Liebesritual habe, natürlich gehen die Termine auch immer vor, aber ich bemühe mich, also es kommen noch einige Videos. So, dir geht es momentan nicht so gut, habe ich das Gefühl, ja. Also, dass du auch mit deiner Schwingung so ein bisschen unten bist. Ja, vielleicht hast du einen Tag gehabt, wo es dir nicht so gut geht. Und wie du das also wirklich die letzten Tage auch gesehen hast, wie sich das auch zeigt. Also, wenn es dir nicht gut geht, geht es ihm gut. Und wenn es ihm nicht gut geht, geht es dir gut. Also, das ist noch sehr in Bewegung auch ein Stück weit bei euch. Also, du schaust hier in Vertrauen und in feste Partnerschaft und unbewusst weißt du, dass du hier dein Misstrauen loslassen sollst, deine Kontrollthemen loslassen sollst, mehr deine Intuition vertrauen sollst, mehr in deine Kraft, in deine Energie, in deine Begeisterung kommen sollst, in diese Liebesschwingung und dass du auch darüber reden sollst. Und hier zeigt sich auch hier die Karma-Karte oder die schicksalhafte Karte oder was für dich vorbestimmt ist, zeigt sich auch hier natürlich. Und also, warum ist das so? Warum zeigt sich, dass du sollst vielleicht über diese karmische Themen reden? Also ich werde auch morgen, habe ich noch eine Rückführung hier vor Ort. Es ist auch wichtig, dass man das auch wirklich ganz bewusst erkennt. Was ist da karmisch? Wo hast du diesen Vertrag, Seelenvertrag oder abgeschlossen mit deinem Gegenüber? Oder wo hast du da noch karmische Themen, die du auflösen, also sollst generell, ja? Unbewusst weißt du das, dass du da hinschauen sollst und auch daran arbeiten sollst, das weißt du unbewusst. Hier bei deinem Seelenpartner, wie ich dem jetzt sehe oder hier wahrnehme, er schaut momentan in den Erfolg. Es kann auch sein, dass er auch hier, also spirituell etwas begonnen hat oder daran zu arbeitet, auch wenn er nicht weiß, wo dieser Weg hinführt. Also ich sehe schon, er kommt in sein Selbstwertgefühl, in sein Selbstbewusstsein und ja, ganz viel Bewusstwerdung, Glück. Allerdings ist das Glück, natürlich ist das Glück ohne dich blockiert. Also ist hier die Kränkung und er ärgert sich auch über etwas. Natürlich kann der hier Erfolg haben und auch Selbstbewusstsein und auch an sich arbeiten und ja auch ehrlich dann weitergehen oder diesen Bewusstwerdungsprozess weitergehen. Aber das Glück, ja, ist ohne dem anderen nicht 100% möglich. Vielleicht nur zum Teil kann man was leben, aber wenn ihr euch begegnet habt, dann habt ihr euch ja nicht umsonst begegnet und also die zweite Hälfte fehlt ja. Also das wäre dann wirklich dieses, ja, sage ich einfach, i-Tüpfelchen, ja, und oder diese Non-Plus-Ultra, dass es dieses Glück oder diese Glückseligkeit das so perfekt macht. Und das fehlt noch hier, ja. Und bei dir sind Themen hier, die karmische Themen. Und deswegen geht es dir auch vielleicht so nicht so gut. Und manchmal trägt man auch eine Familienkarma mit sich. Oder hat man von den Ahnen irgendwie was übernommen. Manchmal trägt man auch ein Volkskarma oder was auch immer zum Beispiel. Also es gibt ja verschiedene Arten von Karma und ich habe auch das Gefühl, dass du da nochmal genau hinschauen sollst. Solltest du wirklich nochmal den Wunsch haben, diese karmische Blockadenlösung für dich zu machen oder die Rückführung zu machen, das würde dich auch so in deinem Prozess weiterbringen insofern,
dass du dann ganz genau erkennst und ganz genau weißt, warum das auch so ist. Warum verhält sich auch das Gegenüber anders? Warum geht das auch nicht weiter? Weil immer wieder habe ich das Gefühl, die Seelenpartnerschaft ist da. Gefühle sind natürlich auch da. Aber das ist also nicht weitergeht. Also immer wieder, ihr dreht euch in gewisse Art und Weise mal oben, mal unten und das ist so wie so ein Hamsterrad oder so ein Riesenrad, was sich hier auch bewegt, ja. Bei dir in deinem Kopf, also du weißt ja auch hier die Seelenpartnerschaft und du weißt auch wirklich, dass es was Altes ist, ja. Und du weißt auch, dass du da auch eine große Verantwortung trägst, du auch in diesem Prozess, du. Genau du, hast du richtig gehört. Also nicht nur das Gegenüber, du trägst eine große Verantwortung, indem du an dir arbeitest, indem du auch daran glaubst und nicht ungeduldig bist, sondern also immer wieder die Vorreiterin bist. Also ist schon lange da. Und natürlich in der Stabilität kommst und auch Stück weit immer Schritt für Schritt auch eine Fortbewegung machst. Also auch in dieses Lebensfreude bist, ja. Gut, wenn du jetzt zum Beispiel dich nicht festlegen willst noch wie und was, trotzdem glaube an die Seelenliebe, glaube an die Seelenpartnerschaft, glaube auch an den Neuanfang, dass für dich ein Neuanfang da ist, glaube an das Höchste und Beste, was zu dir kommt, also glaube an das Ankommen, glaube, der Weg ist das Ziel, ja, sage ich generell. Also das ist wirklich eine unglaublich schöne Schwingung jetzt hier in den Karten. Also ich nehme das jetzt hier wirklich so wahr, dass es hier bei dir auch ganz viel getan hat und Neuanfang und nach Hause kommen, die Lebensfreude, die Stabilität, die Seelenpartnerschaft. Also da hat sich wirklich viel getan, habe ich das Gefühl. Also vielleicht auch der Neumond hat das also unglaublich, hat das bei euch bewirkt. Also ich bin wirklich jetzt mal gerade so geflasht, sage ich mal. Weil natürlich auch wenn deine Schwingung jetzt unten ist und vielleicht auch du einfach nur müde bist, ja, und der Prozess fordert ja auch viel Kraft von dir, trotzdem hast du so also ganz vieles bei deinem Gegenüber geheilt, dass es ihm also hier schon besser geht. Also er arbeitet natürlich auch an sich, wie du das auch siehst. Und auch hier, also der ist verliebt, also diese Freude, das Verliebtsein ist da. Und auch hier, vielleicht ist er noch in dem Rückzug, vielleicht möchte er auch etwas verändern. Vielleicht ist er auch so ein Stück weit traurig und diese Blockaden, was also momentan noch da war bei ihm, lösen sich auf. Ich nehme das hier wahr, dass die Gefühle beginnen, die Gefühle zu fließen. Auch wenn er noch unentschlossen ist, wegen dem Außen, spürt er diese Verbundenheit, diese Nähe, diese Telepathie zu dir. Auch wenn er noch unentschlossen oder zögerlich ist. Zögerlich, sage ich mal. Nur nicht mal unentschlossen. Zögerlich. Also traut er sich nicht, aber er kommt immer mehr in seinen Selbstwert und das ist doch schon mal großartig. Also diese Verliebtheit ist da. Also die Karte, ja, also die Weite, die Größe. Also ganz groß ist er verliebt in dich, ich übersetze das mal. Nicht, weil ich kein Deutsch spreche oder nicht gut Deutsch kann, sondern ich übersetze jetzt die Karte. Der ist ganz groß in dich verliebt, der ist ganz doll in dich verliebt, ja. Und also der sieht dich auch voll als eine ganz intuitive Frau, die ihre Weiblichkeit auch hier lebt, also Intuition, also es fließt auch seine Intuition hier mit hinein, das Vergeben, das Urvertrauen, das Annehmen, also diese weiblichen Anteile lässt er auch immer noch mehr bei sich fließen. Bei dir sehe ich hier auch, dass es seit längerem, du bist seit längerem
auch traurig oder hast du vielleicht auch ein Stück weit viel geweint, ja, so diese Traurigkeit und diese Tränen. Aber denk dran, also die Tränen, die heilen einiges und ja, das ist dir auch bewusst. Also Tränen spülen, reinigen, heilen und das ist auch in diesem Prozess wirklich wichtig, dass du auch seine Schmerzen auch ein Stück weit heilst und eher deine. Und hier ist auch für dich die Seelenpartnerschaft, das ist so unglaublich. Und auch dieses Lied, oh mein Gott, wie schön ist das, also unglaublich. Ja, ich würde jetzt gerne hier die Karten für dich auszählen, das habe ich auch seit längerem nicht gemacht. Ich habe auch eine ganz liebe Freundin und Kollegin, also die auch so Schmuck herstellt. Und von ihr habe ich diese tolle, wunderschöne Schmuck. So. So, ich lege jetzt hier drei Karten für dich. Zwei für deinen Seelenpartner. So, auf die Seelenverbindung, ja, über diese Karma, dass du da reden solltest und natürlich über die Anziehungskraft. Was sagen die Karten für dich? Ja, also da fließen doch noch Tränen, aber du kommst in der Stabilität. Natürlich kommst du in der Stabilität, wenn Emotionen hochkommen oder wenn jetzt auch irgendwie bei dir noch irgendwas sich löst, irgendeine Blockade und es löst sich, du bekommst einen Weinkrampf oder irgendwie am Wochenende irgendwas zeigt sich dir nochmal, wo du dich total drüber aufregst, dann heißt es auch vielleicht, es löst sich auch gerade etwas, ja, und kommt wieder ins Fließen. Die Gefühle kommen wieder ins Fließen bei dir und bei deinem Herzensmenschen geht es hier auch darum, wirklich diese Besitz. Und das Zuhause spielt noch hier eine zu große Rolle. Das Besitz und das Zuhause. Ja. Ja. Also, er möchte gerne, also erstmal auch bei sich selber so ankommen und möchte auch irgendwie gerne was festhalten. Wiederum auch möchte dieses Häusliche festhalten und kontrollieren. Ja. Die Verliebtheit ist da, also ganz viel Intuition fließt hier, ganz viele weibliche Energie auf die Seelenpartnerschaft. Wow, da kommt der Herzzehn, die Wunscherfüllung, aber auch also die große Liebe, die Erfüllung in der Liebe und das ist doch schon unglaublich. Auf diese karmischen Themen kommt hier das, von da aus resultiert dieses unterdrückte Gefühle. Bloß kein Versprechen machen, schwüre Eide, Gelübde und Verträge. Wo habt ihr schwüre Eide, Gelübde und Verträge vielleicht miteinander abgeschlossen? Wo hast du etwas geschworen, das werde ich nie mehr tun? Also
Manchmal haben auch wirklich, nicht manchmal, sondern Worte haben dann auch schon ihre Bedeutung, wenn wir das dann auch so aussprechen und sagen. Ich habe doch heute hier diese Seelenpartnerkarten gesehen, also die Seelenpartner-Orakelkarten. Die würde ich gerne heute damit abklären, die Stand der Dinge jetzt. Ja. So, für dich war das und für dein Gegenüber. So, und was euch verbindet, schätze deine Lieben. Es ist wichtig, andere von Herz zu lieben. So, dann beginne ich wieder mal mit deiner Seite. So, habe Geduld. Liebe ist geduldig und freundlich. Immer. Liebe ist geduldig und freundlich, immer. Und du bist grenzenlos. Deine Engel laden dich ein, diese Wahrheit zu begreifen. Also, dass du in deinem Geiste auch alles erschaffen kannst. Hier, wenn du dieses Bild jetzt mal so ein bisschen betrachtest, dann siehst du auch hier die zwei Schwäne. Auch wenn du jetzt dieses Einhorn betrachtest, da erkennst du auch ein Gesicht. Also das ist für mich immer das Zweite. Auch in diesen Feder erkennst du auch hier zwei identische. Ja? Also wenn du hier in dieses Bild hineintauchst, dann erkennst du schon Parallele zusammen. Auch die Schmetterlinge hier. Also du bist grenzenlos. Du kannst dir wirklich alles im Leben manifestieren. Das weißt du ja. Verzeihung. Und für dein Gegenüber kommt Wunder und Segen. In allem liegt ein Geschenk. In allem, was auch geschieht und was auch nicht geschieht. Und auch dein Gegenüber soll das auch so annehmen. Es ist alles ein Geschenk für ihn jetzt auch. In allem liegt ein Geschenk, weil, also wenn noch was nicht geschieht, dann kann er ja noch daran wachsen, und wenn was geschieht, dann ist genau der richtige Zeitpunkt. Und jetzt ziehe ich auch die Karten aus diesem Liebesorakel, Amos Botschaften, Toni, Carmine Salerno, für dich. Oh, diese Musik, oh, das ist so schön. Also es ist wirklich Liebe. Wahnsinn. Hat wirklich eine ganz hohe Schwingung. Ich habe Gänsehaut. So, was euch verbindet? Die Kraft. Also ihr kommt beide in Kraft. Ich habe die Kraft, Nein zu sagen oder zu gehen. So, für dich kommt die göttliche Fügung. Du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Und natürlich die Überfülle, eine große Liebe steht vor der Tür. Lass sie herein für dein Seelenmensch. Ich hoffe, du konntest das annehmen und bist du hier mit in Resonanz gegangen. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald. Namaste, deine Valeria.